Wo bin ich? Oh, einmal wieder rumlatschen. Also das Waffentalent oder die Kriegsasche oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ist ganz cool. Ist ganz cool. Mit der anderen Waffe müsste ich noch irgendwie halbwegs klarkommen, weil da musst du ja quasi zwei Sachen machen. Du musst quasi das herbeibeschwören, diese komische weiß-schwarze Flamme da. Und danach... Wait, what? Okay. Okay. Attack on Titan. Weil du musst ja diese Flamme herbeibeschwören und danach musst du entweder einen leichten Angriff oder einen schweren Angriff direkt dahinter machen. Damit du dann entweder so einen Flammenteppich hast oder eine Explosion. Also benötigt quasi eine gewisse Zeit, damit du dann halt wirklich einen Effekt von diesem Zauber hast. Gut, ähnlich jetzt wie bei dieser Dunkelmondklinge. Da musst du ja genau dasselbe haben. Wo bin ich hier nochmal? Ah, okay. Bei der Dunkelmond hast du ja quasi ja so ähnlich. Da musst du ja quasi erstmal aufladen, die Waffe. Und danach, wenn du dann den schweren Angriff machst, musst du ja den auch nochmal gedrückt halten, damit da ordentlich Damage rüberkommt. Denke ich mir mal. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass umso länger du das hältst, umso mehr Damage das Teil dann auch macht. Netter Damage. Yep. Voll auf die Birne bekommen den Hammer. Jo. Oh ja, klar. Die ollen Laser. Zigtausend Seelen, himmelblaue Kristallträne und purpurrote Blasenträne. Ah, da. Regeneriert LP bei Drohnentod. Hebt alle FP-Kosten auf. What? Was genau soll das heißen? Regeneriert bei drohendem Tod LP. Heißt das quasi, ich sauf den Scheiß, hab dann eine Art Buff und sobald ich theoretisch kurz davor bin zu sterben, aktiviert sich dieser Buff und ich sterb dann schlichtweg einfach nicht in dem Moment? Oder wieder was? Oder ist es eher quasi, oh, mein Leben hat einen kritischen Zustand, jetzt kommt der Buff da zutage. Zutage? Was? Jetzt ist der Buff aktiv und jetzt regeneriere ich LP. Verbessert aufgeladenen Angriff kurzfristig. Ah, das ist, glaube ich, Angriffe, nicht Talente.
Sollte ich mal bei Gelegenheit reinholen, die beiden Dinger. Mehr gibt's hier aber scheinbar wohl nicht, ne? Schätze mal, hier ist nur dieser Ahnengeist und... Das war's. Ja, okay, unten Rückweg. Ich hätte es richtig sehen. Oder vielleicht ist das da vorne auch noch damit verbunden. Ja, wobei ja nicht. Nee, da ist glaube ich eine... Das ist ein Abgrund. Yeah, da ist ein Abgrund. Aber sowas von. Zumindest echt toll zu sehen gewesen. Also ich sitze hier rum mit so einer Jacke hier, hab Schal an, Handschuhe und frier mir teilweise so ein bisschen den Arsch ab. Und dann guckst du aus dem Fenster und siehst da Leute teilweise mit T-Shirt und kurzer Hose rumsitzen. Und hab auch bemerkt, die Luft, die wirkt nicht gerade kalt. Trotzdem friere ich mir hier den Arsch irgendwie ab. Aha. Schon geil. Na gut, jetzt ist das nicht mehr zum Glück. Ja, jetzt ist das zum Glück nicht mehr, aber... Kommt sich schon irgendwie ein bisschen blöd vor, ne? Aber gut, ist halt krank, ne? Da frierst du dir den Arsch ab, obwohl temperaturmäßig das überhaupt noch gar nicht so der Fall sein sollte. By the way, Overwatch 2 ist ja mittlerweile da, ne? Also erstmal vorab, das Spiel hat keinerlei Berechtigung, eine 2 im Namen zu tragen. Dafür ist schlichtweg einfach entweder zu wenig oder halt nichts vorhanden, was das irgendwie rechtfertigen könnte. Muss ich von hier oben drauf jumpen oder ist das da unten? Ich bin mir nicht sicher. Ich warte mal eine Minute. Oder zwei. Oder fünf Stunden. Je nachdem. Irgendwann wird das schon hier ankommen. Ja, es rechtfertigt war überhaupt nicht, dass da irgendwo im Spiel dann... Nee, Quatsch. Da ist nichts im Spiel, was rechtfertigt, dass das Spiel dann eine 2 im Titel hat. Und, das Spiel zwar macht an sich immer noch Spaß, so habe ich auch nicht anders erwartet. Allerdings deren Season Pass-Dingen da, ne? Holy shit. Also das ist reinste Geldgier. Das ist reinste Geldgier, finde ich. Weil vorher hattest du zwar die Lootboxen gehabt, aber du konntest halt einfach im Laufe der Zeit alles freischalten. Ich meine, vorher hattest du quasi ja auch ein Spiel gehabt, was du bezahlt hast. Jetzt ist es Free-to-Play gegangen. Aber bleibt das da die ganze Zeit auf der Stelle stehen? Jetzt ist es ja Free-to-Play gegangen. Und entsprechend haben die ein anderes Bezahlmodell. Raus mit den Lootboxen, kannst also nichts mehr über Zeit dann freischalten und rein mit alles Mögliche, was du direkt kaufen musst. Mit Geld. Und ich finde, das ist keine gute Idee, wenn man vorher ein anderes Modell hatte, in dem Fall das mit den Lootboxen, weil dann wird das dann halt damit verglichen. Hätte man das von Anfang an so gemacht, dann würde man wahrscheinlich jetzt weniger darüber meckern. Höchstens vielleicht über die Preise, weil ich meine, ich würde jetzt keine 20 Euro für einen fucking Skin ausgeben. Da gebe ich lieber 20 Euro für ein Spiel aus. Oder für Essen. Da bleibt wirklich die ganze Zeit an einer Stelle.
Und wenn du keinen... Oh, tatsächlich. Und wenn du kein Premium hast, ne? Dann kriegst du durch den... Warum heil ich mich? Ich Idiot. Wenn du kein Premium hast, dann kriegst du quasi durch den Season Pass fast gar nichts. Du musst also 10 Euro blechen, damit du überhaupt großartig was kriegen könntest. Aber ich finde, das ist nicht mal attraktiv genug, dass man das haben will. Aus meiner Sicht zumindest. Oh, und by the way. Goddammit. Lass mich in Ruhe! Du kannst Credits bekommen, die für Skins und so weiter notwendig sind. Allerdings nur 60 in der Woche. Das ist... Weiß ich nicht. Wirkt wie eine Beleidigung gegenüber den Verbrauchern. Kann ich auch treffen? Nein? Okay. Wer will schon bei einem Boss treffen? Ich nicht. Das wäre bescheuert. Klar. I have the high ground, Anakin! Warum habe ich das Gefühl, dass irgendwas neben mir ist? Ja! Das ist ein Riesenskelett! Kannst du mal aufhören? Ich habe das Gefühl, dass das Skelett gleich wieder angreift. Das ist scheiße! Okay, jetzt ist der Despawn auch gut. Respawnt der oder habe ich jetzt gerade die Arschkarte? Wo spawnt der überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Da unten. Geiler Treffer. Oh, ist das ein ätzender Gegner, du. Das ist ein ätzender Gegner. Respawnt er jetzt? Ja, der respawnt einfach immer scheinbar. Okay, cool. So ehrlich gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn Blizzard sich da überhaupt keinen Gefallen gemacht hat. Mit den Season Pass Gedöns. Wäre schon geil, wenn ich treffen würde mit dem Scheiß. Hauptsache, er kann treffen. Ich guck nur dumm aus der Wäsche. Okay, scheiß auf diese Waffe, die bringt grad gar nichts.
ist der ätzend. Ja, war klar. Ist der ätzend, du, ey. Vor allen Dingen... Moment. Oh, Mann. Hin und wieder muss ich schon noch husten. Vor allen Dingen, es gibt ja so manch einer, der spielt zum Beispiel immer noch Overwatch, aber hat sich so ein bisschen eine Art Ziel gemacht, die ganzen Sachen zu sammeln. Einfach nur als Motivationsgrund. Neben dem Spielen halt. Und ich glaube, die werden ziemlich angepisst sein. Weil die haben nämlich genau das gar nicht mehr. Vor allen Dingen wirkt auch, die Art und Weise, wie man jetzt an Skins kommt, wirkt irgendwie unausgereift. Weil du hast da zum Beispiel klassische Credits, die hast du bekommen, wenn du Overwatch 1 gespielt hast. Oh oh. Yeah. Fuck off. Allerdings kannst du die scheinbar nicht im Spiel erhalten. Du kannst die auf keine Art und Weise irgendwie ansammeln. Bedeutet also, willst du alte Skins haben, die du nur über diese klassischen Credits kriegst, kannst du diese einfach schlichtweg nicht freischalten, weil es die klassischen Credits nicht gibt. Also weiß der Geier, wer sich das bitte austeilt. Sammel! Okay. What the fuck war das denn gerade für eine Scheiße? Ging das gerade in so einem X oder was? Super. Also will man die alten Skins noch kaufen und du hast keine klassischen Credits, dann kannst du diese Skins in, oder nicht nur Skins, sondern eigentlich alles Mögliche. Da kannst du diese überhaupt nicht mehr kriegen. Weil es diese klassischen Credits nicht im Spiel erhältlich gibt. Ach, das wanderte so ein bisschen, okay. Deswegen. Ich will dich tot sehen, du! Überfälliges Chicken Wing. Schnauze voll. Da, jetzt hast du zwei Vollidioten, die nichts hinkriegen. Ja, klar. Und ja, klar. Ich stehe wieder im Feuer. Sieht nach was Krassem aus, aber ist es irgendwie nicht. Wer weiß, vielleicht habe ich auch gerade einfach nur mega Glück gehabt. Oh, Tschüssikowski. Ah, doch nicht. Jetzt aber. Wer ist da unten am Verrecken? 77.000 Seelen? Todesritualspeer. Eine Waffe.
Verruf-Ritual. Ah, das da, diese ein Dinger, die da vom Himmel kam. Ein Ritualspeer der Priester aus alter Zeit, denen die Todesvögel Zugang zu ihren Nestern gewährten. Durch das Todesritual wurden die Priester zu Wächtern der Vögel. Dieses Ritual ist gleichzeitig ein Eid ihrer fernen Auferstehung. Schloss den Speer in die Höhe, um Gebete gen Himmel zu schicken und einen Hagel geisterhafte Speere zu entfesseln. Okay, klingt cool. Ich denke mal, PvP ist teilweise bestimmt auch irgendwie... Teilweise bestimmt einfach der größte Bullshit ever bestimmt, ne? Mit den ganzen Talenten, die man hier hat. Einerseits wahrscheinlich spaßig, aber andererseits einfach nur Bullshit. Wo du dir denkst, so, what the fuck, was spiele ich hier eigentlich gerade? Ich dachte, ich spiele PvP und nicht hier irgendwie ein Effektgewitter. Vor allen Dingen, wenn das dann mit mehreren Leuten ist. Der eine zaubert irgendwelchen Scheiß, der nächste ist im Nahkampf irgendwelche komischen Sachen am Machen. Der nächste macht was weiß ich was wieder für ein Zeugs. Und hast überall irgendein Gedöns, was einen umbringt. Als würdest du quasi gerade gegen drei Bosse gleichzeitig kämpfen. Lass mich raten, an dem Bein ist gar nichts. Doch! Okay. Das ist eine Elefantenpediküre. Wie man sieht. Ein bisschen die Fußnägel schneiden. Und danach schlafen legen. War ein anstrengender Tag gewesen dann. Ah Gott, damit, ich treffe das einfach nicht. Allerdings bei Overwatch 2 gerade so ein bisschen. Haben die ja irgendwas mit der Grafik verändert? Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass das teilweise pixelig ausgesehen hat. Ja, quasi das Anti-Aliasing irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich habe das auch in den Grafikeinstellungen mal eingestellt. Und du kannst quasi Anti-Aliasing noch höher stellen, aber jedes Mal, wenn du dann übernimmst, wird es nicht übernommen. Du hast dann immer noch quasi auf Mittel. Weißt du gar nicht warum. Oh, apropos. Ich habe ja, als ich Shadowlands ein bisschen gespielt hatte. Nimm mal das von dem hier. Als ich Shadowlands ein bisschen gespielt hatte. Da habe ich gelesen gehabt im Chat, dass da so manch einer... Einerseits denke ich mir mal so ein bisschen scherzhaft, aber mittlerweile habe ich nicht mehr das Gefühl, dass das wirklich ein Scherz ist. Gesagt wird, ja, hey, wenn irgendwelche Bugs und so weiter sind, ne? Blizzard ist ja ein Indie-Studio, ne? Es ist ja kein AAA-Studio oder sowas ähnliches, es ist ein Indie-Studio. Das Problem ist nur, ich glaube, Indie-Studios versuchen halt ihr Spiel halt so möglichst bugfrei wie nur irgend möglich zu haben. Wenn da irgendwelche Sachen da sind, versuchen sie es relativ schnell zu fixen. Also man kann quasi sagen, so ein Indie-Entwickler gibt sich mehr Mühe. Auf eine Art. Und bei Overwatch 2 zum Beispiel... Ja, da habe ich so ein paar Maps gehabt, war zwar nur im Arcade gewesen. Ich glaube, in dem Fall hieß, glaube ich, der Modus Kopfgeld. Wo man quasi, es ist quasi einfach Deathmatch,
Jeder bekommt Punkte, aber ein ganz bestimmter hat ein Kopfgeld. Und der macht, glaube ich, mehr Punkte? Ja, wenn der killt Gegner, macht er mehr Punkte. Derjenige, der dann ein Kopfgeld dann bekommt, kriegt dann sofort seine Gesundheit voll und sein Ultimate voll. Und wird auf der Map angezeigt? Ne, nicht auf der Map. Wird quasi die ganze Zeit oder anders gesagt, du hast einen Marker über dir. Oder an dir. Jeder weiß, wo du bist. Ah, der hat jetzt auch einen Frostangriff. Und ein paar Maps funktionierten überhaupt nicht. Denn scheinbar haben die Entwickler vergessen, Spawnpunkte zu setzen. Denn man landete nämlich unterhalb der Map als quasi Traube. Jeder fiel in den Tod. Weiß ja geil, aber die da sich haben einfallen lassen. Und dann gab es auch ein paar Maps, die haben funktioniert. Aber die ganzen Leute waren an ein und derselben Stelle. Ich höre noch jemanden. Die ganzen Leute waren an einer derselben Stelle und das war zwar spaßig. Oh fuck. Das war spaßig. War auch machbar. Aber holy shit, ist das Bullshit. Hast mal eben die komplette Lobby an einer und derselben Stelle. Ja, sorry, also auf den Scheiß habe ich keinen Bock. Ja, klar. Miau! Da ist eine Gurke! Ah, noch eine Gurke! Okay, eine Mieze ist tot. What? Was war das denn? Ich hab mich wegteleportiert! Bye bye. Wo kam der zweite her? War der irgendwo rechts von mir? Ah, kann nicht reiten. Aber nicht in Schloss Soll bin, ne? Ja, Schloss Soll, okay. Hier ist die Quest von Latenna. Obwohl ich wahrscheinlich im Endgame bin, kriege ich teilweise immer noch Klamotten aus dem Midgame. Ich vermute mal, dass hier dieses Schmiedestein 5 eher aus dem Midgame ist. Hilf's aber, hallo, der Vogel! Oh klar, Flammenwerfer! Mhm. Yep. God damn it. Oh klar, jetzt habe ich gleich den Zoo da hinten auch noch an mir kleben. Jetzt hör doch mal auf mit deinem dämlichen Spieß, dann. Komm mal da! Okay, whatever. Ach. Ich Vögel ja hasse in dem Spiel. Ich meine, relativ gut kommst du gegen die klar, wenn du dann Dingensbums machst. Diesen Abwehrkonter. Aber dafür musst du auch erstmal abwehren und kontern. Und treffen.